Ein weiteres Beispiel für diese Einstellung des Sahaba ist das Verbot des Weins. Die Beispiele, die wir eben gesehen haben, haben eine Gemeinsamkeit. Alles, was wir bis jetzt genannt haben, hat etwas gemeinsam. Und zwar, dass es auf dem Niveau von einzelnen Individuen geschehen ist. Das hat immer nur einzelne Personen betroffen. Aber dieses Beispiel mit dem Wein hat die Gesellschaft als Ganzes betroffen. Und wir haben gesehen, dass diese Eigenschaft, wir sehen jetzt, dass diese Eigenschaft, die einzelne Individuen von ihnen in sich trugen, auch eine gesellschaftliche Eigenschaft war, eine gesellschaftliche Qualität. Allah Ta'ala offenbarte nämlich diese Verse über das Alkohol oder sagen wir den Wein. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Der Satan will jetzt zwischen euch nur Feindschaft sehen durch berauschenden Trank, durch das Glücksspiel. Glücksspiel verursacht auch Feindschaft, oder nicht? Es ist sehr offensichtlich, dass Glücksspiel auch Feindschaft verursacht. Vielleicht an den Maschinen heute nicht. Keiner feindet die Maschine an. Aber wenn Personen miteinander spielen und du siehst, dein Gegenüber nimmt dein ganzes Vermögen ohne irgendwelches Wirken, ohne Gegenleistung mit, du wirst ihn hassen. Du wirst ihn hassen, das ganz natürlich. Werdet ihr damit nun wohl aufhören? Verhel antum munterhun? Werdet ihr nun damit aufhören? Als diese Verse herabgesandt worden sind, war die Antwort des Sahaba als Kollektiv intahayna, Rabbana intahayna. Unser Herr, wir haben aufgehört. Auch hier muss man bedenken, dass wenn die Sahaba vor diesem Vers in voller Abstinenz gelebt hätten, also sie hätten sowieso den Alkohol gemieden, dann wäre das nichts Beeindruckendes. Aber der Alkohol war auch in der Gesellschaft der Sahaba tief verankert. Der Alkohol und das Trinken von Wein und Berauschendem war gang und gäbe. Und nicht nur bei den Beduinen, auch bei großen Persönlichkeiten unter ihnen. Hier ist eine amüsante Geschichte bei Al-Bukhari überliefert, über den Onkel des Propheten, Hamza. Hamza, eine große Persönlichkeit. Dieses Ereignis oder diese Geschichte bei Bukhari handelt um Hamza und Ali. Es war ein Konflikt zwischen ihnen beiden. Hamza ist auch der Onkel von Ali. Tayyib. Al-Bukhari überliefert, Ali spricht über sich selbst. Er sagt, ich war gerade dabei, das ist ungefähr die Bedeutung jetzt, nicht wortwörtlich. Er sagt, ich war dabei, mich auf die Heirat mit Fatima vorzubereiten. Und er hatte aus einer Kriegsbeute hatte er zwei Kamele. Und diese zwei Kamele sollten auch ein Teil der Vorbereitung auf die Ehe mit Fatima sein. Also was man ihr so gibt und so. Was man in der pakistanischen Sprache und in der arabischen Sprache Jihad nennt oder Jihad. In der Arabsprache nennt man das auch. Also etwas, womit man die Frau ausstattet halt. Oder ihr Haus. Er sagt, ich hatte einen Termin, eine Verabredung mit einem Juwelier. Und er ist dorthin gegangen und hat auf dem Rückweg Futter für sein Kamel gesammelt. Nach Hause angekommen, sieht er etwas, das ihn nicht beeindruckt hat oder nicht gefallen hat. Er hat seine zwei Kamele gesehen, liegen tot auf dem Boden, die Höcker fehlen, diese Höcker. Wisst ihr eigentlich, was in den Höckern drin ist? Hä? Man hat lange Zeit, haben die Wissenschaftler gedacht, oder die Leute, dass da Wasser drin wäre. Aber in Realität ist es einfach nur Fett. Jedenfalls, er hat gesehen, die Höcker fehlen, der Bauch ist aufgeschlitzt, die Leber fehlt. Also du musst dir das vorstellen, wenn sich jemand jetzt auf seine Heirat vorbereitet
Und dann, es fehlt nur noch ein Tag und auf einmal seine Ware ist weg. Und deswegen sagt Ali, er berichtet über sich, er sagte, ich konnte mich nicht halten, ich konnte meine Augen nicht halten. Ja, und er meint damit, er hat angefangen zu weinen, als er das gesehen hat. Und er fragte, wer war das? Und sie sagten, das war dein Onkel Hamza. Das war dein Onkel Hamza und er ist in dem Haus von den Ansar so und so bei einer Trinkrunde. Sie sind am Trinken und er war betrunken. Ali geht nach Hause, geht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, beschwert sich bei ihm über seinen Onkel Hamza. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam steht auf und geht mit ihm in diese Trinkrunde, wo sie getrunken haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt rein und Hamza sitzt dort. Wie gesagt, diese Tat von ihm hat keinen Einfluss auf seine Stellung, seinen Rang, denn der Alkohol war nicht verboten. Er war nicht verboten zu der Zeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam steht an der Türschwelle. Hamza schaut ihn an von oben nach unten und von unten nach unten, von unten nach oben, so herabwürdigend. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt ihn, was er da getan hat. Und dann sagt Hamza, وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي. Ihr seid doch nichts anderes als Sklaven meines Vaters. Und als der Prophet, der Ravi sagt, der Überlieferer sagt, dass Hamza, seine Augen waren feuerrot angelaufen. Also er war extrem betrunken. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesehen hat, ist er wieder umgekehrt und nach Hause gegangen, denn es macht keinen Sinn, sich mit einem betrunkenen Mann auseinanderzusetzen und mit ihm zu diskutieren. Was ich damit sagen will, ist, der Alkohol war also etwas, was gang und gäbe war. Es war keine Sache, wo man sagen kann, das haben sie eh gemieden, also nichts Großartiges. Nimmt man zum Vergleich, 1920 wurde in den USA ein Alkoholverbot ausgesprochen. Das heißt, die Herstellung, der Transport und der Verkauf wurde alles verboten. Hat es gehalten und hat es tatsächlich dazu geführt, dass der Alkohol ausgestorben ist oder so gering geworden ist? Nein, zwischen 1920 oder 22 bis 1927, sagen sie, von 1922 bis 27, also innerhalb von 5 Jahren, sind aus 5000 Flüsterkneipen, so nennen sie das, nur in New York alleine, aus 5000 sind innerhalb von 5 Jahren 30.000 geworden. 30.000 Flüsterkneipen. Das heißt, das gesetzliche Verbot hat nicht gewirkt. Die Menschen haben rebelliert und nicht aufgehört damit. Und als man dann 1933 gesehen hat, das bringt nichts, das Gesetz kann nicht gehalten werden, kann nicht durchgesetzt werden, die Menschen waren nicht ergeben, sie haben sich diesem Gesetz nicht ergeben, hat man das Gesetz wieder aufgehoben. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie das bei den Propheten gewirkt, bei den Sahaba gewirkt hat, als dieses Verbot erschienen ist. Wir sehen in dem Hadith, der bei Bukhari Muslim überliefert wird, Anas ibn Malik beschreibt das. Anas ibn Malik hat sozusagen den Kellner gespielt in dem Haus von Abi Talha. Wisst ihr, was für eine verwandtschaftliche Beziehung Abu Talha und Anas haben? Genau, er ist sein Stiefvater gewesen. Er sagt, ich habe in der Sitzung meines Vaters habe ich die Leute bedient mit dem Alkohol. Er hat sie getränkt, Glas nachgefüllt, hier hingereicht und so weiter. Und er sagt, ihr Wein an diesen Tagen bestand aus dem Wader al-Fadih. Al-Fadih ist Wein, der aus Datteln hergestellt wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie waren noch am Trinken. Sie waren noch am Trinken in ihrer Sitzung, teilweise angetrunken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ jemanden ausriefen, der Wein wurde verboten. Der Wein wurde verboten. Und es hat nur wenige Momente gedauert. Anas sagt das, dass ihm sein Stiefvater sagte zu ihm, ja Anas,
Nimm den Wein und schütte ihn aus. Ja, auf die Straße. Anas ibn Malik, der das getan hat, beschreibt die Situation in Medina. Er sagt, die Gassen von Medina waren vom Wein yani, überschwemmt. Das heißt, der Wein ist in allen Gassen geflossen. Sofortige, bedingungslose Unterwerfung.